So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, beim letzten Mal haben wir hier gespeichert, so wie ich das sehe, weil Innos uns Stärke gegeben hat. Das ist schon immer gut. Wolfszahn. Ich mal kurz gucken. Ring der Geisteskraft. Warum eigentlich nicht? Armbrustschützen, stimmt. Einhandkampf und Stärke, das möchte ich mir aufheben. Ich muss mich mal ein bisschen wieder ein bisschen reinfinden. Diesmal habe ich vor, ein bisschen den Wald hinter Ona zu erkunden und einfach das ein oder andere für die Söldner zu machen. Ach so, noch eine kleine Information am Rande. Und zwar, mir hat das mit den Premieren ja super gefallen. Persönlich kriege ich auch diese x Millionen Benachrichtigungen. Ey, da ist Premiere und so weiter und so fort. Aber das geht mir auf den Sack. So, es geht vielen. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber manchen. Ich habe jetzt keine Lust, 5 Millionen Benachrichtigungen zu bekommen, nur weil ich jetzt jeden Part als Premiere mache. Ich habe das einmal getestet. Die Premiere selbst hat mir gut gefallen. So, weiter zur Prozedere ist folgendes. Und zwar werde ich nicht alles als Premiere machen. Klar produziere ich natürlich vor, wenn ich einmal in Gothic 2 Nacht des Raben drin bin, dann bin ich halt da drin. Und da zockt man jetzt nicht für 20 Minuten oder so. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht, wie gesagt, dieses Zugespam haben. Und deswegen machen wir es folgendes. Und zwar werde ich die Videos weiterhin so veröffentlichen, wie ich es bis jetzt habe. Sprich, ich nehme 5-6 Mal auf und dementsprechend werde ich dann auch sagen, hier macht das hier dann planmäßig und so weiter und so fort. Aber ich habe das auch mit Shadowplay ein bisschen ausgetestet, mit Bitratentiefe und so weiter und so fort, wie lange ich zum Beispiel aufnehmen kann, ohne dass ich die Datei nochmal schneiden muss oder sonst was. Und ja, ich werde folgendes machen. Die Bitrate des Videos werde ich weiter in den 720p halten, weil mehr braucht man nicht. Nicht bei Gothic 2. Und ich werde dann immer, wenn ich ein Video, ich werde ab und zu ein paar Videos länger machen als 20, 30 Minuten und so ungefähr, so knapp 50 Minuten ungefähr herum. Und dabei werde ich, die werde ich dann als Prämien verteilen. Diese Premieren sozusagen, wie YouTube das nennt, Premieren, werde ich dann samstags veröffentlichen oder freitagsabends, je nachdem, wenn ich Zeit habe und dann auf jeden Fall so Zeit habe, dass ich mir die Premiere mit euch zusammen angucken kann. Die letzten paar Premieren waren ja auch live und es war ganz cool und ich habe jetzt die meisten leider verpasst wegen zeittechnischen Gründen und Besuch und allem drum und dran. Aber so wie es komplett läuft, gefällt mir das sehr. Also allgemein. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Da fühlt man sich wie so ein Kinostar, weil die haben ja auch Premieren, wo die ganze Besatzung den Endfilm nochmal guckt. Und das finde ich ganz gut. Und das werde ich auch so machen. Das bedeutet, jedes Video, was ein bisschen länger geht, wird als Premiere stattfinden. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Jedes Video werde ich hier als Premiere machen. Also nicht jedes Video, sondern nur ein paar. Die am Wochenende halt kommen. Und da versuche ich dann diese Premiere mit euch zusammenzuschauen, damit man noch ein bisschen was erörtern kann, damit man nochmal nachgucken, damit ich vor allem nochmal nachgucken kann, was ich da für ein Mist fabriziere. Und dementsprechend, ja. Genau, so wird das laufen. Ich finde, so kann man, ich finde das eigentlich einen ganz guten Kompromiss, weil die Premiere-Funktion, das ist halt schon geil.
aber irgendwie jedes Video als Premiere stattzufinden, nur um ein paar Klicks zu generieren, weil die Leute mal denken, ich bin gerade live, das finde ich persönlich für mich, für mein Teil, ein bisschen zu armselig. Weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich nicht klickgeil, ich will einfach nur mit euch ein paar Spiele spielen, die mir gefallen, wo ich auch Spaß dran habe und einfach um eine schöne Zeit mit euch zu verbringen. Wenn es halt nur zwei oder drei Leute sind, die das Video angucken, ist mir das auch relativ egal. Von daher... Jo. So, ich muss jetzt langsam ein Bett finden und ich weiß auch schon wo. Es wird jetzt ein bisschen länger dauern, aber das macht nichts. Weil wir haben doch schon ordentlich Leben, obwohl 255, das geht noch. Essen wir mal eine Wurst. Wir können eigentlich das ganze Zeug hier essen. Obwohl, ich hätte noch eine Heilung. Die heilt schon mal 200. Ich glaube, die Heilung nehme ich dann einfach mal. Jo. Trinke ich noch ein Bier? Zumindest so, dass trinke ich noch ein paar Getränke, ein bisschen Alkohol, bis mein Mana wieder voll ist. Und dann werde ich... Na, die Äpfel will ich eigentlich noch nicht spachteln. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Ich glaube schon, weil wenn du nämlich genug Äpfel isst, kriegst du nämlich eins oder drei Stärke, nee, eins, ein Punkt auf Stärke dazu. Und wann ich anfangen möchte, meine, mit anderen Sachen meine Stärke zu boosten, habe ich hier erzählt. So, warum will ich hier nicht weiter mit Low Life? Erstens, weil dieser Scheißwald so richtig anstrengend ist. Zweitens will ich gleich nochmal speichern. Ich kenne nämlich den Hof. Den möchte ich mir nämlich ein bisschen angucken. So. Oh, Barbara, hallo. Hallo, schönes Mädchen. Süßholzraspeln wirkt bei mir nicht, Junge. Sag, was du willst, ich hab zu tun. Wie läuft's mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen, dann weißt du, wie es läuft. Suchst du Landarbeit? Vielleicht. Wenn das so ist, dann geh am besten zu unserem Bauern Seekorb, dem alten Menschenschinder. Der hat vielleicht was für dich. Du kannst es natürlich auch auf Onas großem Hof am Ende der langen Allee versuchen. Aber nimm dich vor den Söldnern in Acht. Sie mögen keine Fremden. Okay, danke Barbara. Der Bauer hat nichts zu sagen. Allee, das ist sozusagen für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Eine Allee ist ein Weg, eine Straße, der an den Seiten von mit Bäumen gepflastert ist sozusagen. Das nennt man auch eine Allee. Es ist ein sehr schönes Aufbauprinzip. So, hier ist einer von den Kreisen. Diese Kreise erzeugen Steinwächter hervor. Und diese Steinwächter sind brutal. Ich speichere sicherheitshalber mal ab. Weil die Bauern mischen sich ein, das ist schon mal ganz gut. Allerdings kann es nämlich passieren, dass die Bauer halt, der ein oder andere Bauer stirbt. Oder dass ich sterbe, weil die Steinkreise haben hier solche Punkte. Wir haben ja mit Nefarius schon gesprochen, wie man in der Quest sieht. Teleportersteine, Portal. Die Wassermagier haben ein Portal gefunden, das in einen unerforschten Teil von Grünes führen soll. Nefarius will, dass ich mit den will mit Hilfe eines Ornamentringes den Mechanismus des Portals aktivieren. Dazu fehlen aber noch drei Fragmente des Ornamentrings. Ich soll sie ihm beschaffen. Er gab mir eine Karte, in der drei Stellen markiert sind, wo ich nach dem Ornamentfragmenten suchen soll. Saturas meinte, ich soll nicht alleine gehen, wenn ich in den großen Wald nach einem der Ornamentfragmenten suche. Ich soll nach Corinnes gehen und mir jemanden suchen, der mich begleitet. Das wird Laris sein. Ich mache das hier, weil hier gehen nämlich die Bauern mit drauf.
Und das dritte Ornamentstück kriegen wir dann bei dem Steinkreis bei Lobertshof. Aber da müssen wir erst mit dem Chef sprechen. So, wenn wir hier hin... Das meinte ich, der ist nämlich saustark. Deswegen lassen wir das mal lieber bleiben. Hat nämlich keine Lust, dass er uns hier die ganzen Bauern abschlachtet, vor allem nicht die mit Namen. Und ich habe auch keine Lust zu verrecken. Deswegen lassen wir das mal schön in Ruhe. Rega! Wie geht's? Du bist keiner von uns, nicht wahr? Mach lieber, dass du hier wegkommst. Warum? Hier war es zwar früher nicht das Paradies, aber zumindest hatte man seine Ruhe, wenn man seine Arbeit für Seekop gemacht hat. Aber in letzter Zeit ist es unerträglich geworden. Überall Banditen, Feldräuber zerstören die ganze Ernte und der Großbauer ist auch immer grausamer geworden. Sollten sich die Söldner nicht um die Feldräuber kümmern? Ich weiß nicht, wofür sie bezahlt werden, aber sicher nicht, um uns kleinen Leuten zu helfen. Das Feldräuberproblem ist Sache der kleinen Bauern, die die Felder bei ihm gepachtet haben. Wie schützt ihr euch vor den Banditen? Gar nicht. Wir laufen weg. Was sonst? Das ist ja schon traurig, würde er am liebsten gerne helfen. Hast du Angst vor dem Großbauern? Klar. Wenn dem Großbauer irgendjemand nicht passt, hetzt er seine Söldner auf ihn und kurze Zeit später ist man verschwunden. Also hält man hier besser die Klappe. Lass dich nicht unterkriegen. Nicht so einfach, wenn man für Seekop den Menschenschinder arbeitet. Jo. Also, der Bauer Seekop ist da vorne, das gefällt ihm gar nicht. Ist natürlich nicht ganz so geil. Wie sieht's aus? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Ich bin kein Lehrling. Oh, ach so, ja. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Du bist doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder? Hast du hier Banditen vorbeikommen sehen? Allerdings. Sie sind bei Seekops Hof am Feldrand Richtung Norden in den Wald gegangen. Sie hatten eine Menge Waffen bei sich. Sah so aus, als ob sie den Krieg mit den Orks gewinnen wollten. Wenn mich meine Augen nicht täuschten, dann hatten die Mistkerle ein junges Mädchen in den Wald gezerrt. Hoffentlich haben sie ihr nichts angetan. Bin nur froh, dass sie nicht auf unseren Hof gekommen sind. Ja, ich würde den Leuten am liebsten gerne helfen. So ein bisschen Welche Mitleid haben die. Hab ich ja schon mit denen. Ich hüte Schafe und das mache ich schon seit ich denken kann. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Was für Ärger hast du mit den Nachbarn? Das Gras auf dieser Seite der großen Felder ist immer sehr mickrig und ausgedörrt. Dann gehe ich meistens auf die großen Weiden der anderen Bauern. Dem Großbauer macht das nichts aus, aber Benga. Der Bauer auf dem Weidenplateau macht jedes Mal einen riesigen Aufstand, wenn ich mit den Tieren bei ihm bin. Er ist der Meinung, dass Seekop Zoll bezahlen soll, wenn ich seine Tiere auf Bengas Weide bringe. Seekop macht dafür aber keine müde Münze locker und darum darf ich auch nicht mehr auf das Plateau. Oh je, oh je. Vielleicht sollte ich mal mit Benga sprechen. Das würdest du für mich tun? Naja, und was willst du ihm denn sagen? Ich meine, ich will keinen Ärger, hörst du? Wir werden sehen. Das kriegen wir auch später hin, allerdings Wo noch nicht. Das Weidenplateau? Erst im nächsten Kapitel, glaube ich. Du folgst dem Feldweg und überquerst die große Kreuzung. Da waren wir ja schon. Wenn du dich dann rechts hältst, siehst du vor dir ein großes Felsmassiv. Rechts dahinter ist das Weidenplateau und der Pass.
So, wir haben aber auch kaum noch Magie. Shit. Warte mal, Einhandkampf sind wir jetzt noch... Ah, da sind wir noch bei 28. So, jetzt will ich aber speichern, weil der Typ da vorne ist ein Arschloch. Und ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Aber erstmal möchte ich mit dem kleinen... mit dem Typen hier sprechen. Na, Kleiner? Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Hast du ihr das sagen? Nein, ich bin nur Sekops Sohn. Aber wenn mein alter Herr einmal nicht mehr ist, dann gehört das ganze Land, was du hier siehst, mir. Toll. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade den Hof regierst? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Erst letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mache ich mit ihm kurzen Prozess. Ja, klar. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Bevor die erstmal in Wallung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. Sicher hast du das, das machst du ganz fein, Till. Ich muss deinen Vater sprechen. Der hat keine Zeit, aber ich bin sein Stellvertreter. Womit kann ich dir helfen? Indem du mich deinem Vater vorstellst. Bist wohl ein ganz harter Bursche und guter Kämpfer, was? Der Beste. Ich glaube, dann sollte ich ihn mal besser holen. Lass mal, Junge. Ich werde ihn schon finden. Wie du meinst. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Ach, Tilly, lass dich nicht ärgern. Finde ich geil, dass man den hier ärgern kann. So. Der Typ da vorne spielt sich auf. Ist auch ordentlich kräftig. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich gebe dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwa, sonst würde ich dir Wegzoll abknüpfen? Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Das kannst du ja mal probieren. Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Das meinte ich. Bronco ist natürlich hart. So. Jetzt kann ich ja den Dingsbum skippen. Na, wo bist du? Vergiss. Dann muss ich dir... Kannst du... Na... Alter Schwede. Boah. Tja, ich würde mal sagen... Na, dann muss ich... Den ersten Schlag würde ich gerne vermeiden. Fuck. Den kriegen wir. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich möchte es noch auf jeden Fall weiter probieren.
Aber wir müssen irgendwie versuchen, den ersten Schlag zu vermeiden, weil der ist nämlich kritisch. Na, wo bist du? Ich bin. Vergiss es. Dann muss. Kann. Na. So, dir nehme ich natürlich alles ab, damit du keine Scheiße mehr machst. Also, wir können den natürlich jetzt hier killen, ja. Wir können den anvisieren und killen. Würde ich aber nicht machen, weil da sind nämlich alle sauer. Noch haben wir uns geprügelt und das ist alles okay. Und, ja, wir haben Staub frisst Staub. Allerdings... Na? Immer noch große Fresse? Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Puh, war ein ordentlicher Kampf. Auf jeden Fall hat sich gelohnt. Apfel haben wir bekommen, bisschen Kohle haben wir bekommen. Ja, wunderschön. Hey, du. Da ist so ein Typ, der kassiert von jedem Passanten Wegzoll und erzählt, er wäre der Bauer. Ja, ich weiß. Das ist Bronco. Der macht einfach, was er will. Nicht, dass ich ihm nicht schon tausendmal eingebläut hätte, dass er endlich wieder an die Arbeit gehen soll. Aber? Er tut es halt einfach nicht. Mein Vater ist schon sauer auf mich, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, ihn wieder zur Arbeit zu bewegen. Vielleicht kann ich dir helfen. Meinst du wirklich? Also pass auf. Wenn du Bronco wieder dazu bringst zu arbeiten, werde ich dir, sagen wir mal, 10 Goldmünzen bezahlen. Na, was sagst du? Kein Problem. Ich will aber mehr Geld. Na schön. Daneben 20 Goldmünzen. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Also ich beeil dich aber ein bisschen. Ich finde es ja kein Problem, dass man auch falschen kann, aber ich mache das ungerne so weit hoch, weil es kann sein, dass ich den dann nicht trigger. Ich frage jetzt nochmal die Leute nach Bronco, vielleicht sagen die mir nochmal was anderes. Hey, du. Okay, der alte Mann, der ist... Hey, du. Was ist das eigentlich für ein grimmiger Typ da? Sei mir nicht böse, aber ich will hier keinen Ärger, okay? Frag jemand anders. Die Barbara. Barbara, du sagst mir doch bestimmt was. Du bist ja nicht so eine, die sich hier unterkriegen lässt. Sag mal, der grimmige Typ da. Das ist Bronco. Was ist mit ihm? Ist das euer Bauer? Hat er dir das erzählt, ja? Seekopp ist unser Bauer. Bronco ist nur ein Faulpelz und tu nicht gut. Aber er hat Bärenkräfte. Deswegen sagt keiner was, wenn er nicht arbeitet. Die einzigen, die ihn zur Arbeit bewegen könnten, sind die Söldner. Vor denen hat er Angst. Ah, du Lümmel. Na? Immer noch große Fresse? Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Drecksack. Gut, wir haben den auch ohne Söldner platt gemacht. Ja, wenn wir jetzt mit den Söldnern gesprochen hätten und Bronco dann halt Bescheid gegeben hätten, ja, ich kann ja mal rüber zu den Söldnern gehen, dann hätte er auch gearbeitet. Aber so konnten wir den noch ausrauben. Hey. Und wir haben uns auch 20 Gold, Gold verdient. Bronco arbeitet wieder. Und Erfahrung. Tatsächlich? Das ist ja prima. Ja, und ich will jetzt meine Kohle. Na gut. Geschäft ist Geschäft, was? Jupp. Das stimmt. So, ich speichere nochmal. Der Till hat uns ja gewarnt. Deswegen will ich mit Seekopp nochmal sprechen. Ich glaube, ein relativ reicher Bauer. Deswegen ist er so ein bisschen eingebildet. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Okay. Tja, dann wissen wir Bescheid.
Hier gibt es einige Banditen, denen würde ich gerne auf den Grund gehen. Auf der anderen Seite möchte ich ganz gerne nochmal die Söldner abgrasen. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ob ich erstmal hier ein bisschen rumlaufen soll, noch ein bisschen das ein oder andere klatschen. Eine Frage, wo schlafen die denn alle? Gibt's hier nicht noch jemanden? Da, Rosi! Hey. Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich hier Besuch bekomme. Normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Milizsoldaten aus der Stadt. Die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim. Aber du siehst mir nicht aus, als ob du einer von ihnen wärst, oder? Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Seekopf hat es sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihnen das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. So, so. Besonders ist man darauf nicht, die Frau von Seekopf zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Warum greift euch die Miliz auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg. Und wir müssen uns eben damit abfinden, unter Ona zu arbeiten und zu hoffen, dass Ona uns zur Seite steht, wenn's brennt. Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert es meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Tja, Pest und Cholera, würde ich sagen. Das kann man irgendwie so verhandeln, so wie Pegida und Antifa. Jeder ist dem anderen sein Tod und sagt, er ist besser als der andere. Dabei sind die Methoden erstens gleich und zweitens, du bist nicht auf unserer Seite, also machen wir dich platt. Ja, ja. Damals war es so, heute ist es auch so. Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Die hat aber ein ordentliches Korsett an, das muss man lassen. Entschuldigung, ich wollte der Dame nicht in den Ausschnitt gucken. Aber schlecht, gering ist es nicht. Wie komme ich zu Bengas Hof? Sprich mal mit Balthasar. Das ist unser Schafhirte. Manchmal führt er seine Tiere auf Bengas Weide dort oben. Er kann dir sicher erklären, wie man dorthin kommt. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Eine Umarmung, knuddeln. Quatsch. So, die kann uns Pfeile verkaufen, Kurzbogen, Knochenarmbrust. Oh, ist natürlich alles ziemlich nice. Wie viel Stärke haben wir eigentlich? 41. Armbrust haben wir 10, Bogen haben wir 14. Okay. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Doch, die ist doch lieb, guck mal. Ein bisschen alt, aber lieb. Gille. Oh Mann, Rosi, Rosi. So, das war Seekopf. Ich wollte mich ja eigentlich irgendwo pennen legen, aber das lasse ich mal. Dafür speichere ich mal ab.
Da ist schon mal ein Wagen. Da will ich noch nicht lang. Wir müssen da aber lang. Blutfliegen. Oh, Schattenläufer ist nicht so geil. Irgendwas sagt mir, dass wir hier noch nichts zu suchen haben. Gut, dann ist es halt so. Dann müssen wir das alles... Ja, manchmal kommt es vor, dass wir den Pfeil in den Händen behalten. Wölfe und Scavenger. Den könnten wir mal probieren. Aber nicht vor, ohne vorher abzuspeichern. Weil, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob wir die Keiler schaffen. Sag ich ganz ehrlich. Könnten natürlich gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen Lernpunkt in Alchemie stecken und uns zum Beispiel die Tränke, die Attributtränke aneignen. Das wäre ganz cool. Auf der anderen Seite könnten wir auch mal einen Alchemisten fragen, ob er uns für ein geringes Entgelt... Okay, Keiler schaffen wir aber bitte einzeln. Fischsuppe, dazu ein Honig und eine Wurst. Und zum Runterzischen noch ein Bier und eine Wacholder. Lecker. Noch ein Seemannsgrog und noch ein paar Grünzeug, ein paar Pilze. Lecker. Yum, 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 yum. Ich glaube, hier nach rechts können wir noch lang. Hier nach links wird schon schwieriger. Ja, das sieht alles ein bisschen einfach aus, aber wenn du einmal den Dreh rauslässt, ist es auch einfach. Allerdings, wenn du den Dreh verlierst, kann es auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. So, die können wir noch nicht looten, das macht aber nichts. So, da hinten sind nur noch Schafe. Bevor ich jetzt hier anfange, die Kräuter zu pflücken. Hier läuft ja noch ein Schattenläufer rum. Dem möchte ich ungern über den Weg laufen.
Da ist der. Nee. Also wir haben es ja schon mal mit dem Schattenläufer geboxt. Glaube ich, war das hier oder war das woanders? Ja, die Feldräuber sind ja kein Problem. Oh, hier ist ein Friedhof. Jo, haben wir noch irgendwas? Wir haben nicht wirklich viel. Mittlere Wunden heilen, schwere Wunden heilen, das können wir alles noch nicht brauchen. Wisst ihr was, ich speichere einfach mal ab und guck mal, wie weit ich komme. Natürlich würde ich mich gerne nochmal auf dem Friedhof umgucken, da gibt es bestimmt auch noch interessante Sachen. Sieht man fast gar nicht den Zaun von dem Friedhof. Goblin-Skelett. Nein! Ich will nicht! Scheiße. Hatte ich eigentlich nicht vor. Goblin-Skelette sind mir noch ein bisschen zu brutal. Fängt er jetzt an, die... Geil. Sorry, aber ich feiere das gerade. Wie er einfach hier anfängt, die Schafe abzuschlachten. Oh, wie schön. Oh, Mann. Oh Mann. Oh, geil. Entschuldigung. Kannst mir nicht verkneifen. Oh, wie geil. Ich glaube, diese Krypta hier verbirgt ein kleines Geheimnis. Ich muss nur gucken, wo der Eingang ist, wenn es hier denn einen gibt. Erstmal gucke ich mich außen rum um. Feldknöterich, Heilpflanze, rostiges Schwert. Hotges, alles wird gut. Ja. Okay. Michael, ich ruhe mich nur kurz aus. Berühmte letzte Worte. Noch ein Pfeil und noch ein Pfeil und noch ein Pfeil. Chase, was haltet ihr davon? Ja, ich würde mal sagen, nicht viel. Mihai, yeah, I can show you something. Ja, natürlich, das kannst du. Man sieht's. Wir können natürlich auch hier über den Zaun drüber springen, aber ich finde die... Uwe, welcher Level bist du denn mit deinem Paladin? Oh, ich feiere das, wie geil. Mighty Alien Dwarf, 2894 bis 3787. This is all fake. Believe me. Okay, dann glauben wir dir mal. André, fallen die Segel schnell oder langsam runter? Ich würde mal sagen, schnell. Diese Grabinschriften sind zu geil. Ey, jetzt fühle ich mich aber angegriffen. Sascha, der Spieler weiß gar nicht, warum er da hingehen soll.
Das habe ich nie gesagt. Warum ist da ein Grabstein mit meinem Namen? Oh, göttlich. Nico.de. Hello World. Okay, kenne ich aus Java. Oleg. No! Was haben wir hier? Snölk. Oh, guck mal, ein Schalter. Oh, da ist ein Schalter. Klick. Boom. Nope. Ja, ja. Die lieben Schalter. Onkel Kronkel. Zum Schluss fand er den Skorpionmann. Tja, lieber Onkel Kronkel. Ich würde mal sagen... Kronkel? Kronk? Hä? Nee? Nee, mit K. Okay. Hosch, der letzte Scheiß. Oh, Jemini. Kairo, Sekündchen noch. Lederbeutel und Kurzbogen. Und was haben wir hier? Im Feldknöterich. Björn, weiter aufs Ziel zu. Klingt cool. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Schnitt. Ich glaube, hier in die Krypta kann man rein, aber vertraut mir, Leute. Besser nicht. Ich mache hier einen Speichern, einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis gleich. Tschüssi.